Herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Endlich geht's wieder los. Es ist ein Bundesliga-Tag und wir kämpfen jetzt noch gegen den FC Köln und genau danach endet dann auch die Transferphase. Dann schauen wir noch mal ganz kurz drauf, wer alles dazu gekommen ist, wer abgegangen ist und Köln ganz unten auf Platz 18. Und gut, eine Sache hört ich jetzt ganz gerne noch und das ist eine ganz große Bitte an euch. Joel Matip ist ja jetzt neu bei uns, das ist jetzt nicht die Bitte. Die Aufstellung wurde von Marc noch ganz schnell gebracht, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Und während ihr das jetzt noch seht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ich würde mich wirklich sehr groß freuen, wenn ihr meine Facebook-Seite liken würdet, weil ich da ziemlich viel halt auch an Infos gebe. Und das auch einfach der schnellste Weg für mich ist, mit euch zu kommunizieren und euch auch auf den neuesten Stand zu bleiben. Genauso halt auch wie mein Twitter-Account. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Auf jeden Fall kann ich da schneller mit euch reden und auch Informationen geben. Und derzeit sind es irgendwie nur gerade 86 Leute, die mir da folgen, schon seit der Ewigkeit. Und YouTube wird halt immer größer. Und ja, das würde mich dann sehr freuen, wenn ihr dort auch meine Facebook-Seite liken würdet. Das gibt halt auch ein positives Feedback mit sich. So, wir wollen jetzt hier erstmal mit den Handschuhen erstmal gegen Köln den Absteiger wieder 3 Punkte natürlich holen für die Tabelle. Denn, Kaká ist ja nach Köln gegangen, der ehemalige Hamburger. Das wird auf jeden Fall so. Von Haustein ist heute der Leiter der Party gegen Köln. Wieso spielen wir in Schwarz und die anderen in Weiß? Ganz eindeutig, weil ja, Köln hat nur Weiß-Rot und Rot und wir haben auch nur Rot-Weiß und Schwarz. Und das würde einfach nicht richtig gut funktionieren. Deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, uns die Schwarze zu nehmen. Ja, beißt er. Ah, da konnten wir nicht richtig abziehen, ne? Diekmeyer bringt das Ding auch nochmal drauf, ja. Und dann Kallas macht es dann einfach auf. Und Giroud, so ist er ja richtig ausgesprochen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Also, die meisten haben mir immer gesagt, das wird Giroud ausgesprochen. So, und der ist wieder mit dabei. Ich hoffe, dass seine Verletzung nicht mehr so arg ist. So, Berami hier. Oh! Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt springt doch nicht alle da rüber, Junge. So, kann Diekmeyer. Oh, sehr gut, wie er das wieder machen tut. Bakali diesmal auf der rechten Mittelseite. Ich weiß nicht, wieso Marc Bakali dort in rechte Mittelfeld gespielt. Weil eigentlich ist Bakali nämlich nur ein Flügelspieler. So, da gibt es hier erstmal. Nö, der Kleine macht hier erstmal einen auf Großen. Ich weiß nicht, wieso du ihn auf dem rechten Mittelfeld gesetzt hast und Müller lieber auf die Bank, aber das kannst du ja in dieser Folge einfach mal reinschreiben. Würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren. So, ich versuche jetzt hier so einen kleinen Hüppel. Oh, jetzt geht doch nicht. Ah, Weiß er das natürlich. Versucht. Hector. Ja, Diekmeyer natürlich perfekt da. Da müsste. Ich würde auch ganz gerne von euch wissen, was wollen wir dann Diekmeyer an Gehalt geben? Weil der hat ja jetzt schon ein bisschen gegrummelt, deswegen. So. Matip. Wir gehen mal ein bisschen. So, jetzt. Das konnten wir uns nachher mit Lasogga gegen den Innenverteidiger nicht durchsetzen. So, Diekmeyer, zack. Was jetzt? Oh, das war jetzt aber ein richtig schlechtes Ding.
Ja, da sollte der jetzt eigentlich auch nicht hingehen. Alter, was ist denn jetzt hier gerade los mit den Fehlpässen? Der Havoc schreibt mir gerade eine WhatsApp-Nachricht. Es geht nämlich noch so ein bisschen um... Was ist denn jetzt? Wieso jetzt abseits? Aber ich denke mal, bei Herr Bocky dürfte das schwer werden. Nee, das war nicht der Herr Bocky, das war der Joey. Und mit Joey werde ich auf jeden Fall schon mal zwei Bundesligaspiele machen. Daumen senden nach oben. So. So, Lasogga. Ihr hattet mir ja mal gesagt, den rechten Mann sollte ich hier irgendwie zwischen den zwei Pfosten. Und dann... Nee. Habe ich jetzt hochgedrückt, den Controller. Hätte ich mal vielleicht runterdrücken sollen, oder? Den jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Also ganz so scheiße war der, glaube ich, nicht gewesen. Ah, ja gut. Jetzt aber auch, oh, Alter. Oh ja, ja, Bacardi. Ja, 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 ja. Oh. Meine Güte, nochmal. Ljubicic jetzt auch mal wieder mit von der Partie. Boah, voll eingekesselt. Oh. Oh. Zum Glück kann der Matschuk oder so wie er heißt, konnte da die Nerven nicht bewahren, unser Glück, und kam dann durch unser Bedrängnis auch nicht wirklich zum Abschluss. Aber das war jetzt eben gerade wirklich wieder eine ganz blöde Situation. So. Das war jetzt aber mal eine richtig gute... Ja! Wie geil! Beißt er mit dem Kopfball und was für ein geiles Ding. Ja, da war der Torwart natürlich einfach zu früh gesprungen und konnte da gar nichts machen. Und für Maximilian Beißer ist das einfach perfekt. Und ja, besser kann das jetzt hier für uns nicht laufen. 32. Minute. Ja, Lasogga konnte sich da gerade noch durchsetzen und dann kam der Ball auch wirklich unverblümt. Ach, die Dings wollte der so, der Abwehrspieler wollte den mit der Brust abfangen und Maximilian wollte da einen Kopfball machen, einen Flugkopfball, und dann ist das Ding natürlich so rausgegangen. Ja, richtig geil. Ja, da freut sich unser Kraft mit der Nummer 2 auch. Ah ja, ich sollte ja auch noch... die Dings wieder ändern. Die Sache mal schnell. Die Trikotnummern. Oh, Mukta. Ah, hätten wir beinahe noch mit Mukta da was machen können. Oh, Mukta ist aber auch sehr geil. Er geht in den Zweikampf, auch wenn er der Kleine ist. Er hat da keine Probleme. Und da holt er sich die erste gelbe Karte ab in seinem ersten Pflichtspiel hier für den HSV. Zakari Bakali. Ach nee, das war Bakali jetzt gewesen und nicht Mukta. Mukta war dahinter. Ja, Bakali mit der 36. Das muss ich mir auch einfach mal ändern jetzt. Ich würde eigentlich ganz gerne so die Trikotnummern so machen, wie ich sie auch gerne in der Startelf hätte. Versteht ihr, wie ich das meine? Nee, scheiße, da hatte ich noch den Schussbutton. Ja, nein. Da hatte ich noch den Schussbutton drin. Und der Torwart braucht natürlich, guckt natürlich einfach nur mal so. Nee, was ich sagen wollte, ich wollte ganz gerne so der Startelf halt auch ganz gerne meine Trikotnummern geben. Also wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, ah, der ist unsere Nummer 1, dann soll er die Nummer 2 bekommen. Ja, und so weiter. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. So, Pierre konnte sich da
wieder nicht durchsetzen. Berami. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer zu weit. Boah, der setzt sich auch gut durch. Und dann kommt gleich sogar wieder nicht aus dem Knick. So, gucken hier. Berami gut mit der Aktion. Da gehen wir doch mal mit Berami rein. Oh. Oh. Gut gemacht von Matip. Oh, das war denn schlecht dort. Oh, da gibt es die erste Auswechslung. Hoffentlich ist er nicht verletzt. Bitte nur so FIFA-Gesundheitsbug. Komm, bring uns den FIFA-Gesundheitsbug. Jetzt gucken wir nochmal den Einlauf. Gucken wir mal den Einlauf. So steht es derzeitig bei den anderen Spielen. Und ja, zum Glück gab es den FIFA-Gesundheitsbug und es ist alles wieder... Nein! Er wird mir als krank angezeigt. Hier wird er mir aber nicht als krank angezeigt, oder? Nö. Der FIFA-Gesundheitsbug. Jansen! Ist der Jansen froh, ist alles totief. Das war jetzt auch nochmal eine Nachricht. Da kann ich jetzt aber nicht nachschauen. Oh. Ja. Boah, das hätte ja beinahe richtig gut funktioniert. Oh, schade, Elisabeth. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Sehr schön, wie er ihn da aufgehoben hat. So, deutscher Pokal, also DFB-Pokal. Das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg. Da könnt ihr euch jetzt schon mal warm laufen. Nach dem Spiel würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dann auch mal eine Aufstellung sagt, wie wir gegen Wolfsburg vorgehen wollen. Da hätte ich lieber den Pass machen sollen. Hallo? Komm mal hin. Was? Boah, saugeil, wie er sich da durchsetzt. Also der Junge hat's auch einfach drauf. So, Hallerfahr. Der Jansen ist da. So, Mukta bringt das Ding, aber beißt, er war sich da nicht ganz so sicher. Oh, da sind wir ein zu früh rausgegangen. Oh, die Jure hier mit der richtigen Aktion. Weiß, er gibt lieber nochmal ab. Zieht das Ding jetzt nach innen, aber dann kommt von Pierre Michel einfach der Pass zu weit in den Raum und daher schnappt sich dann doch lieber der Torwart. Maximilian leider ein wenig zu spät an. So, an diesem Dreierkampf war das dann doch ein bisschen zu arg hier für den Schiedsrichter. So, das nächste Spiel in der Bundesliga gehen, dürfen die beiden Aufsteiger spielen. Und da bin ich dann ja auch mal gespannt. So, wir haben 68. Minute. Ich würde auch mal vorschlagen, hier wechseln wir jetzt auch mal aus und schauen dann mal, wen wir... Ups. Wen wollen wir denn jetzt mal auswechseln? Ich würde ganz gerne Özin Tali hier die Dings geben. Ey, was ist denn hier los, Alter? War Berami nicht 80 gewesen? Leute, der ist einen Punkt runtergegangen. Der war 80 gewesen. Wieso ist der jetzt runtergegangen? Das müsst ihr mir mal verraten.
Das ist ja, das ist irgendwie, also ich weiß nicht, das ist irgendwie scheiße. Habe ich jetzt irgendwie. Nehme mal Bacali runter, weil der halt schon links hat. Aber wieso ist denn jetzt bitte schön Berami ein runtergegangen? Also das verstehe ich jetzt nicht. Ist der jetzt vielleicht runtergegangen, weil wir jetzt einen ganzen Monat nicht gespielt haben oder was? Da kann ja auch nicht irgendwie sein, ne? Wir können ja nichts dafür, dass jetzt hier Transferpause ist oder Winter halt, ne? So, macht jetzt Köln hier gleich zwei Auswechslungen. Vogt für KK. Brandt war da. Da holen wir erstmal locker den Freistoß und gibt's da jetzt gleich eine gelbe Karte hier? Nö. Gibt's natürlich keine. So, diesmal darf Ilisevic ran. Wenig zu hart. Aber der war schon geil gemacht, ne? Also hier unser Hakan Çalhanoğlu, der konnte so eine Dinger ja immer traumhaft reinmachen. So, das soll uns jetzt aber nicht stören. Wir führen hier immer noch 1-0. Lasogga da versucht zwar mal mit einem Weitschuss, aber der war halt nicht drauf wirklich angelegt. Also den hat er nicht wirklich gut platzieren können. Daher kommt da auch nur so eine kleine Möchtegern-Schwalbe raus. Wir sind in der 75. Minute. Weiß nicht, ob wir jetzt derzeitig noch. So, da gibt es jetzt den Freistoß halt. Köln, ne? Ja, da den Brand ein bisschen weiter raus. Julian Brandt, auch einer, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Mit super viel Potenzial hier in FIFA. Nein! Oh, das war aber eine ganz üble Situation, gerade von, ich glaube, Giroud und Diekmeyer, Ilisevic. Nee. Doch, die haben sich da beide ins Kreuzfeuer gejagt. So, jetzt kommt hier Zoller rein für Helmes. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt auch schon mal irgendwie. Ja, wir sollten mal Muck da raus und bringen dafür mal Dings. Und ich würde auch sagen, jetzt bringen wir mal Lazaro für Ilisevic. Nutzen halt auch mal schnell die letzten 10 Minuten. Ja, Mukta auf jeden Fall für mich wieder erstes Spiel. Super Aktion, super Durchsetzungsvermögen, super Einsatz. Ein Spieler, ich glaube, den kann man sich in jeder Saison einmal holen. Den muss man sich einfach holen. Das ist ein Must-to-Go. So, hier haben wir den Lazaro jetzt mal am. Kantige. Ist was jetzt? Ich weiß nicht, wieso es jetzt auf einmal Freistoß für Köln gibt. Gar nichts passiert.
Hallo? Wieso haut er den nicht weg? Meine Güte nochmal. Ah, da wollte es Balui einfach auch mal versuchen. Oh Mann, Schuss aufs Tor. Aber es sieht ja bis jetzt alles gut aus. Oh, ja. Rand. Ja, könnt ihr so viel pfeifen, wie ihr wollt. Boah, scheiße! Was war das denn für eine Aktion gewesen? Das sollte eigentlich ein Rückpass zum Torwart werden. Ja, und dann wird das ein vermeintlicher Fehlpass zu einem Kölner Spieler. Der stand eigentlich wirklich schon sehr gut. Und ja, somit ist es zu Ende. Nur 1-0. Aber für Maximilian Beister, denke ich mal, wird es das Richtige gewesen sein. Für mich ein gutes Spiel. Wir haben 3 Punkte auf jeden Fall gegen eingeholt, wo wir das auf jeden Fall auch erwartet haben. Ja, und Berami hat diesmal wieder Spieler des Tages, 8,5. Ja, da möchte ich ganz gerne nochmal wissen, wieso ist der jetzt einen runtergegangen? Also, das ist mir irgendwie, ja. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Genau, und da müssen wir halt auch nochmal gucken, dass wir dort das nochmal hinkriegen. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Wir nehmen das Ding natürlich runter, vielleicht. Ach, siehste, jetzt müssen wir noch gucken hier, ich wollte ja unsere Dings noch auf die Transferliste. Auf die Leihliste setzen, genau. Das habe ich ganz vergessen, Alter. Das können wir doch nicht vergessen. Vielleicht kommt da vielleicht noch irgendein cooler Verein, der ihn sich holen will. Aus der 4. englischen Liga. So, die haben sich Rudnevs und die haben sich auch noch Elia geschnappt. Meine Güte, Stranzl und Hargorta sind weggegangen. Die haben sich nur einen geholt. Gucken wir mal was Augsburgs. Augsburg, keine Zugänge, da ist nur einer weggegangen. Ja, da ist Pogba gekommen für 19,5 Millionen und die sind Heuberger für 2,5 Millionen an uns losgeworden. So, die haben sie ja Matte weg und Westermann ist zu denen gekommen. Richtig gut. Ja, bei uns hat sich richtig viel getan. Da können wir jetzt nochmal gucken. Reinhardt, Verschuren, Mukta, Lazaro, Matte sind gekommen. Und Aslan, Westermann und Rudner sind weggegangen. Da sind ja aber noch ein paar andere dazugekommen. Bei Hannover hat sich nichts getan. Ja, Hosogai und Mukta sind bei Hertha weggegangen. Sorg ist auch weggegangen. Paderborn Modeste ist weggegangen. Ja, Werder hat Elia los und hat sich Ndoi geholt. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört, aber er sagt mir jetzt gerade nichts. Bei den Kölnern hat sich nichts, bei Mainz auch nichts. Die sind ja rein an uns losgeworden. Der BVB ist sah auch an uns losgeworden. Und dann war es das im Grunde eigentlich schon. So, was sehen wir da? Top-Transfer ist halt der Cavani. Ja, Top-Transfer auf jeden Fall auch hier Rudnevs für 8 Millionen an die Gladbacher. Das war wirklich ein richtig geiles. Also, dass wir für ihn eine 8 Millionen bekommen haben. Sorry, aber ich glaube, das war das Top-Ding des Jahres. So, 16,9 Gesamtausgabe heute. Bei uns wird sich da wohl nichts mehr tun. Nee. Da sind wir unsere Jungs leider nicht mehr losgeworden. So. Australien. Ich denke mal, auch Australien ist keine Aktion für uns. So, 16,9 Millionen sind über den Ladentisch gegangen.
Pressekonferenz ist ja auch noch gegen Wolfsburg. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann lasst es mich mal wissen. Ich werde jetzt die einfach mal ein bisschen verunsichern für das nächste Spiel. Bringt das überhaupt was, wenn man die loben oder verunsichern tut? Ich werde sie einfach mal verunsichern. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal. Laufende sind keine mehr. Erfolgreiche. Ja, jetzt können wir da eigentlich gucken. Jetzt Matip haben wir. Ayu ist auch gekommen. Ja, Rudnevs ist ja für 8 Millionen weggegangen. Wir haben Sorg noch geholt. Der Spieler wechselt zum Ende der Saison zu uns. Ayan war ja nur als Leihbasis. Holberg haben wir uns geholt. Lazaro haben wir uns geholt. Mukta haben wir uns geholt. Özintali möchte ich mir auch auf jeden Fall holen. Saar haben wir uns noch geholt. Und Verschuren haben wir uns geholt. Und haben ihn auch gleich wieder losgeschickt. Das war, und Reinhardt haben wir uns geholt, ja. Reinhardt haben wir uns auch geholt. Der soll auf jeden Fall kommen. Schanulu hat da den Dings verlassen. Das war's dann jetzt auch für diese schöne extra lange Folge wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann geht's in den DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Und da können wir vielleicht mal ganz kurz noch reinschauen. Wir sind im Viertelfinale. So sieht's derzeitig aus. Wow! Der VfB Stuttgart hat die Bayern rausgeschmissen. Ja, was geht denn da? So, Dortmund, hier Hoffenheim hat natürlich gegen Freiburg gewonnen. Ja, BVB hat Fortuna weggeknallt. Braunschweig hat Leipzig weg. Ja, St. Pauli hat sich gegen Bochum durchgesetzt. Und was ist da? Der KSC hat sich gegen Gladbach durchgesetzt. Ja, was ist denn hier los? Also das wird jetzt hier auf jeden Fall eine richtig geile deutsche Pokalfinale. Und da bin ich schon mal richtig gespannt, wie das ausgeht. Also freut euch auf die nächste Folge. Ja, und wie gesagt, immer schön fleißig kommentieren und bitte auch meine Facebook-Seite liken. Und nicht vergessen, heute 20 Uhr wieder Schatten von Mordor. Bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.